Wenn jemand die Staatsbürgerschaft erwirbt, der vorher logischerweise Staatsbürger eines anderen Landes gewesen ist, dann muss mit diesem Erwerb der Staatsbürgerschaft mehr als ein Aufenthalt in diesem Land und das Kassieren von Sozialgeld verbunden sein. Denn wenn jemand glaubt, er kann hier sozusagen diese Gesellschaft verachten, diese Gesellschaft sogar bekämpfen, er kann unsere Werte angreifen. Die Europäische Menschenrechtskonvention dann können wir aber auch eine Rechtslage herstellen, Herr Dürr, davon bin ich überzeugt, dass das geht, und da finden sich vielleicht auch andere Staaten in Europa. Das heißt, Sie wollen die Menschenrechtskonvention ändern. Das ist die Demokratie, dass wir dann eine Rechtslage herstellen, dass man solchen Leuten die Staatsbürgerschaft auch wieder entziehen kann. Was anderes ist es, wenn jemand als österreichischer Staatsbürger auf die Welt kommt, dann geht das selbstverständlich nicht. Aber das heißt, Sie wollen die Menschenrechtskonvention ändern? Schauen Sie, die Frage ist diejenige, ob eine Gesellschaft es auf Dauer aushält. Wenn Menschen zu uns kommen, die sagen, ich verachte eure Art zu leben, ich bin nicht bereit, mich an eure Gesetze zu halten. Eure Kultur ist für mich sozusagen überhaupt nicht akzeptabel. Euer Rechtssystem akzeptiere ich nicht. Wenn solche Menschen dann aber gleichzeitig diesen Staat ausnutzen und sagen, aber eure Sozialhilfe nehme ich schon, ja, und die rechtlichen Errungenschaften, die ihr habt, dann glaube ich, muss man darüber diskutieren, ob wir uns da nicht auf einer schiefen Ebene befinden, wo wir letztendlich das Heimatrecht der Österreicher zerstören. Und das ist mir aber auch etwas wert, dieses Heimatrecht der Österreicher, das höre ich bei den anderen Parteien nie.